Nach über 1135 Games in der Season habe ich mir gedacht, dass es mal Zeit wird für einen neuen Champion. Wir haben mit Riven einiges erreicht diese Season und ich war die meiste Zeit eigentlich Diamond 1 oder Diamond 2 und wir haben es sogar geschafft, einmal in die Master Promo zu kommen. Aber nach über 1000 Games wird auch mir der Champion irgendwann zu langweilig und ich dachte mir, was gibt es für einen besseren Anlass, als jetzt in der Preseason einen neuen Champion zu lernen? Ich habe Arcane gefeiert und ich habe Jays Rolle in Arcane übelst gefeiert. Und deswegen dachte ich mir, why not? Warum sollte ich nicht Jays lernen? Also habe ich mir vorgenommen, jetzt in der Preseason eine kleine Challenge zu machen und mit einem neuen Account, der Gold 4 eingerankt ist, nach Diamond zu climben. Natürlich startete ich mein erstes Game gleich mit einem Ranked, um erstmal zu sehen, wo ich überhaupt stehe und... Naja, seht selbst. Okay, fuck. Okay, fuck, Alter. Das war ein Joke, Alter. Chill mal. Oha. Wo ging da mein Kuh hin? Okay, das wird nicht so einfach, wie ich dachte. Oh, Mann. Deswegen spielen wir ja Jace, weil wir early reinenden. Naja, Auto-Tech, Auto-Tech, Auto-Tech. Oh, fuck. Schade. Könnt ihr mal aufhören, so zu carry, Mann? Ich will auch mal was machen. Ja. Jetzt gehen wir ins Practice-Tool, üben mal ein paar Kombos und dann gehen wir wieder ins Ranked und dann gucken wir mal, ob wir was ein bisschen besser machen. Kaffee ist startklar. Ich bin startklar. Die erste Kombo war die Flash-Q-Kombo. Ah, okay. So, das ist die zweite. Die haben wir auch schon relativ gut gehittet die ganze Zeit. Also erst auf den Cursor hier des Target-Dummies und dann auf sich. Das kriegen wir auch hin. Also wir müssen halt erst im Hammer-Mode sein, sind wir. Dann müssen wir Q starten, dann W, dann Auto-Tech, dann E. Dann R und dann QE. Okay, W, Auto-Tech, E. Aber kann man nicht. So ist das auch viel besser, Alter. Ja, ich glaube, ich bin jetzt schon besser als der Typ, der den Guide gemacht hat. Never mind. Nope. Ah! War zu schnell. Also, ich finde die Kombo so eigentlich richtig geil. Alter, macht man halt Early Level 3 richtig Damage, Mann. Ich gehe hin. Q, E, Auto Attack. Boom. Und dann habe ich meinen W gleich aktiviert. Und dann kann ich ihn auch traden. W, Auto Attack, R. Auto-Tech, W. W, Auto-Tech, R, Auto-Tech, W, Auto-Tech, B, Auto-Tech, R, Auto-Tech, W, Auto-Tech, bam. Ich hab's geschafft. Und wie hast du den letzten Auto-Tech jetzt noch raufbekommen? Ich glaube, das hat was mit Auto-Tech-Lockout zu tun. Das ist bei Riven auch so. Wenn du jetzt zum Beispiel E-Auto-Tech machst, dann geht der Auto-Tech noch raus, also das hier. Guck mal, da ist der Auto-Tech ja gerade noch rausgegangen. Wenn ich allerdings Auto-Tech E mache, geht er nicht mehr raus, weil mein Auto-Tech noch auf Cooldown ist. Das haben wir denn bis jetzt gelernt. Woo, das klappt schon mal sehr gut. Jetzt machen wir unsere andere Kombo. Ciao. Mit neuer Motivation und Confidence durch das Practice-Tool sind wir in das zweite Game gegangen und es hat sich einfach schon viel besser angefühlt. Ist er das? Oh Gott. Wir haben die E-Auto-Tech, habt ihr das gesehen? Wir haben E und Auto-Tech noch rausgeschmissen, Alter. Let's fucking go! Das Practice-Tool hat sich so gelohnt, Alter. Ja, genau deswegen. Oh! Den so gefällt. Warte mal, ich will das rausbeten. Okay. Nice! Okay, ey, wir werden so durchsmurfen hier durch diese Elo. Nope! Oh mein Gott! Okay, das war jetzt End. Ja, wo ist er? Och, Mann. Das war übrigens auch eine Kombo, die wir geübt haben. Q und dann Flash. Gott sei Dank haben wir die Kombos geübt. Ja,
Okay, die Kombos sind noch ein bisschen langsam, aber wir sind am Start, Chat. Ja! Alter, ihr glaubt nicht, wie viel Spaß ich gerade hatte. Denn dieses Mal haben wir schon viel, viel mehr gecarried. Guck mal, das erste Game, da waren wir irgendwie hier im Mittelfeld. Das Game haben wir gerade richtig schön gestormt, Alter. Let's go, man. Promoted. Die Challenge geht echt schnell. Oder auch nicht. Was ist? Die hat mein Kuh! Die hat mein Kuh! Die hat mein Kuh interrupted! Ich hätte den gekillt! Nee, das ist so hart, Mann. Oh mein Gott! Mann, Alter. Okay. Okay, nice. He's dead. Nehmen wir noch einen. Musst du dem zweiten Crew dodgen? Okay, das ist death. Auf jeden Fall gedeft. Kriegen wir jetzt noch einen? Maybe? Mein E gleich ab. Boom, Alter. Boom, Alter. Boom, Alter. Boom. Ah, Mann. Okay, egal, aber ey, ohne Scheiße, an und für die Panther. Top Gap, GG. Nach 2 Wins und einem Lose kam jetzt das perfekte Beispiel dafür, dass wenn der gegnerische Jungle entscheidet, dass du das Spiel als Toplaner nicht spielen darfst, du es überhaupt nicht spielen kannst. Elise kam top. Den krieg ich aber noch. Nice. Dann kam sie nochmal top. Und, ah, ja. Na klar, sie kam top. Nice. So eine Maschine, Alter. Mann, ich kann das Spiel nicht spielen, Alter. Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und nach dem gefühlt 100. Gank haben wir natürlich das Game verloren, weil in Gold müsst ihr derjenige sein, der carried, weil sonst steigt ihr einfach nicht. Zweimal lost mitigated. Ich meine, wir sind noch Gold 3, alles cool. Gold ist das Ende. Es war eine schnelle Session, Guys. Wir beenden die Jace. Das ist ja eine Benachrichtigung. You received a gift, Alter. Uff. So, jetzt ist Energy Time. Jetzt reicht's mir. Auch wenn wir 5, ja okay, wenn wir 4 AFK leer haben, weil ich werde nicht AFK gehen, werden wir das jetzt carryen, okay? Easy. Okay. Boom! Jetzt müssen wir eigentlich nur... Innerhalb der Minions. Boom! Oh, finally ein gutes Game, Mann. Ich sag ja, Energy Diff und Skin Diff. Easy, Alter! Zweiter Win. Dritter Win. Dritter Win. Schon. Ey Leute, ich sag's euch. We're getting there. Rampage. Keine Angst haben. Komm schon. Hohoho, Jace. Nicht geaced, sondern gejaced haben sie, Alter. Let's fucking go, man. Da bin ich einmal nicht mit dem Team. Schon sind die alle dead. Gold Elo Beste, Alter, heftig. Shit. Mann!
Ich mache immer sau viel Damage, aber ich kann noch nicht carryen mit Jace, ganz ehrlich. Okay, die letzte Niederlage tat ein bisschen weh. Ich habe irgendwie immer den meisten Damage und ich habe auch gute Stats, aber irgendwie schaffe ich es trotzdem nicht zu carryen. Ich glaube, das liegt daran, weil ich noch zu oft sterbe. Aber dieses Game wollte ich unbedingt gewinnen. Nice. Kann jemand sterben, bitte? Wieso kriege ich sie nicht? Also, ich respekte die auf keinen Fall, aber... Dann da! Oh, ja, Mann! Let's fucking go, Alter. Da ist er. Da ist er, Mann! Oh, ich dachte schon, ich hätte ihn geklaut. Aber wir verlieren das Game jetzt. Nein. Oh, Jace wurden wir. Ich muss meine... Ich glaube, mein Problem ist tatsächlich, ich sidelane nicht genug. Ich group einfach nur und coinflip einfach. Ich muss mehr sidelane. Ich muss mehr Vertrauen in meine Skills haben. Hm. Hallo? Ja! Das war ein confident play, was ich meinte. Komm schon. Nice. Haben den auch noch. Und ich hab gleich. Ist noch an? Nice. Nein, bitte nicht! Ich wusste es. Es geht nicht. Oh mein Gott, ja. Ich hab ihn gekillt. Damn, Alter. Nein. Ich hab so Angst, dass er mich killt. Oh. Warum habe ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht? Einfach mal mit dem Hammer rausspringen. Okay, es tut mir so leid, Alter. Ich habe keine Würfel mehr. Oh, ja, Mann. Nein. Nice. Sehr gut. Oh, nice. Oh, ich hab den Cannon. Kann den... Er smitet halt auch nicht, ne? 2, 1. Okay, GG. Holy shit. Das Game war so ein Krampf, Mann. Okay, wir haben viel gelernt. Wir haben sehr, sehr viel gelernt. Also, auf jeden Fall Farm total wichtig. Early Game ist gar nicht mal so wichtig. Super viel Damage gemacht. Und im Late Game einfach mal machen. Der erste Tag der Jace Challenge lief absolut fein. Wir haben Kombos geübt, wir haben Matchups kennengelernt und wir haben das letzte Game komplett rasiert. Allerdings standen wir 50-50 und jeder kennt das. Keiner will einfach nur bei 0 LP aufhören. Nein, wir wollten das letzte Spiel noch gewinnen. Oh mein Gott. Der Auto-Attack war drauf. Nice. Oh mein Gott. Pock. Oder? Nein. Mann, ich kann jetzt nicht aufhören. Nee. Let's go. Wir machen es jetzt einmal, Chat. Come on. So, jetzt gibt es die Carry-Capri-Sonne. Und dann carryen wir noch das letzte Game, okay? Wir müssen jetzt die harten Geschütze auffahren. Naja, das hat jetzt nicht so geklappt.
Aber egal, wir haben wenigstens Gold 3 erreicht und wir haben den Champion kennengelernt. Und ich muss euch sagen, Jace macht mir verdammt viel Spaß. Also, falls ihr wissen wollt, ob ich Diamond erreiche, dann bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich werde jeden Sonntag ein Video über die Woche hochladen aus den ganzen Streams, die ich abgehalten habe. Und falls ihr mich live sehen wollt, dann geht auf jeden Fall auf Twitch, YouGotRivened, auf meinen Kanal und folgt mir da. Also, wir sehen uns nächste Woche. Stay Jaced!